So, ein Problem. Ui. Das sieht gar nicht gut aus beim Schiedsrichterassistenten. Er braucht dringend ärztliche Behandlung. Tiefes Cut auf der Stirn, wie es aussieht. Was ist da passiert? Ja, da fliegt, Sie sehen es von ganz oben, ein Becher, der noch gut gefühlt ist. Und der trifft den Schiedsrichterassistenten genau am Kopf. Also das wird nicht nur ein grottenschlechtes Ergebnis für Sturm, das wird auch noch ein Nachspiel haben. Und zwar ein saftiges. Ja, man fragt sich immer wieder, wie dumm man sein muss, um so etwas zu tun. Aber es gibt diese Menschen leider, schwer zu verurteilen, oft nicht zu verhindern. Achten Sie noch einmal. Hier links im Bild, da kommt der Becher geflogen und der Unparteiische ahnungslos natürlich, weil konzentriert auf das Spielgeschehen, völlig unvorbereitet getroffen. Ja, das Spiel natürlich unterbrochen, gar keine Frage. Gibt es auch von sämtlichen Funktionären nur ein Kopfschütteln. So, er ist mal von den Medical Staffs beider Clubs mal notdürftig verarztet. Der Schiedsrichterassistent. Ja, da draußen geht es jetzt rund, da wird offensichtlich schon der Schuldige ausgeforscht. Ja, Imre Sabic und Teamchef Franco Foda, auch Zuschauer im Stadion. Die langjährigen Herren von Sturm, denen wird das heute auch nicht gefallen, was die Mannschaft bietet. Waren damals, als sie noch als Spieler aktiv waren, international deutlich erfolgreich. Ja, und das Spiel unterbrochen. Der Schiedsrichter schickt jetzt beide Mannschaften mal in die Kabine.